So, es beginnt gleich mal mit so der Schnellvorstellung unserer Firma Linbit und unserem Businessmodell. Das Hauptding, um das sich alles herumdreht, ist das DAWD-Projekt. Das ist ein Kernel-Treiber. Dann haben wir noch das DAWD-Manage. Auch Open Source und Pacemaker, das sind alles Open Source Komponenten. Und dann gibt es noch zwei proprietäre Komponenten dazu. Und das ergibt so das Businessmodell unserer Firma. Wofür verwendet man DAWD überhaupt? Gibt drei Anwendungsszenarien. 2000 habe ich schon über die Hochverfügbarkeit gesprochen, um den Bogen zu schließen. Das gibt es heute immer noch. In den vielen Jahren seit damals kam auch dieses Disaster Recovery Thema dazu. Und das, was uns heute wirklich bewegt, ist DAWD für Cloud- und Virtualisierungssysteme. Aber ich werde alle drei Use Cases betrachten und natürlich ist dann der Schwerpunkt auf den Cloud- und Virtualisierungssystemen. So, hier ist jetzt etwas, eine Illustration, die sich, glaube ich, in den 15 Jahren nicht verändert hat. Ich glaube, der Linux-Kernel ist ja jetzt auch 25 geworden. Am Kernel selber hat sich nicht so viel geändert. Also im groben Aufbau, es hat sich schon sehr viel geändert. Schon viel länger als der Linux-Kernel. Die sitzen hier. Es gibt drüber einen Page-Cache, der ist eigentlich ziemlich unauffällig geworden. Und dann hier auf der Seite, das nennt man den I.O.-Stack. Da kommt dann eben der I.O.-Scheduler und dann der eigentliche Disk-Driver und dann eben das Massenspeichergerät. Die Disk, die SSD, was auch immer. Wenn es eine SSD ist, dann ist der I.O.-Scheduler meistens sozusagen schon abgeschalten, weil der dann überhaupt keinen Sinn mehr macht. Ein I.O.-Scheduler ist das ein Begriff? Oder ich verliere vielleicht ein paar Worte drüber, damit das nicht so anhaltslos hier steht. Solange man eine herkömmliche Festplatte hat, also wo sich wirklich eine Scheibe dreht und dann ein Kopf hin und her fährt, dann macht es sehr viel Sinn, die Festplatte so anzusteuern wie bei einem Aufzug. Und der Aufzug, da drücken Leute verschiedenen Stockwerken den Rufknopf und die Aufzughersteller haben schon vor langer Zeit herausgefunden, es ist am effizientesten, wenn der Aufzug so lange Requests oben sind, nach oben fährt und dann so lange Requests unten sind, nach unten fährt. Also sozusagen immer in möglichst großen Zacken, anstatt wirr hin und her. Und diesen selben Algorithmus implementiert man, wenn man die Bewegungen des Schreiblesekopfs einer Festplatte optimieren will. Und was da eigentlich passiert ist, dass wenn hier I/O-Requests reinkommen, dass man die erst einmal so ein bisschen warten lässt. So, warten wir mal ein paar Millisekunden, ob nicht vielleicht noch einer kommt. Also dieser I/O-Scheduler kann sich auch ganz, ganz blöd auswirken, kann auch auswirken, dass man weniger Performance auskriegt. Das ist wirklich dann für den Workload zu tunen. Im Fall von SSDs schaltet man es ab. Und jetzt dieses Bild, hier geht es halt um den Use Case mit den Hochverfügbarkeitssystemen. Da habe ich einfach zwei Server stehen. Der orange Kasten ist jeweils das Betriebssystem des Servers. Und ich habe irgendeinen Service oben laufen, eine Datenbank, einen Webshop, irgendwas, was für mein Geschäft total wichtig ist. Und ich sage, bevor das ausfällt, da möchte ich wirklich Geld investieren, dass das nicht passiert. Und dann kann ich mir so ein Hochverfügbarkeitscluster bauen, wo ich einfach zwei so Maschinen habe. Das DAWD, das hier mitten in dem I/O-Stack sitzt, kümmert sich darum, dass alle Schreibzugriffe hier rausgespiegelt werden und auf den zweiten Server geschrieben werden. Im Normalfall konfiguriere ich das für den synchronen Betrieb. Das heißt, ich kann mir sicher sein, wenn meine Applikation oben im User Space die Meldung bekommt, dass ein Schreibzugriff erfolgreich war,
dass dieser Datenblock auf beiden Servern aktualisiert worden ist. Das heißt, das Ganze ist auch transaktionsecht. Also wenn ich da jetzt eine Datenbank als Applikation habe und die Datenbank sagt mir, ein Commit ist passiert, dann kann sozusagen einen Wimpernschlag später hier der Blitz einschlagen, der Server zerstört sein. Wenn ich diese Datenbank auf meinem Standby-Server wieder starte, ist auch die Veränderung von dieser letzten Transaktion da drinnen. Das ist so das grundlegende Funktionsprinzip von DRBD, das sich in all den Jahren noch nicht geändert hat. Hier habe ich jetzt noch eine lange Liste an Dingen, die wir da umgesetzt und erreicht haben. Also ich gehe es schnell durch. Wenn eben eine Komponente ausfällt oder vorübergehend ausfällt, sagen wir das verbindende Netzwerk, dann, und das kommt wieder, dann kann DRBD feststellen, okay, ein Resync ist notwendig, in welche Richtung, welche Datenblöcke. Es resynkt nicht die ganze Festplatte, weil das kann lang dauern. Und so weiter. Es ist als Linux-Kernel-Modul in Upstream seit 2010. Da im November war aktuell, dass wir eben 160.000 IOPS schaffen. Das geht natürlich nur mit einer entsprechenden SSD. Wir haben Multiple Volumes per Resource. Ist auch ein etwas, was ich brauchen kann, wenn ich mit interessanten Datenbanken arbeite. Geht es darum, dass ich mehrere Block-Devices auf einmal, also sagen wir eine Festplatte und eine SSD, sozusagen gemeinsam spiegel und mir sicher sein kann, dass von beiden der Spiegel konsistent ist, also gleich weit in der Replikation. Genau, für die HA-Cluster ist wichtig diese Pacemaker-Integration. Wir können auch asynchron replizieren. Asynchron wird man machen, wenn man über lange Strecken repliziert. Wir haben Anwender, die halt von Europa an die amerikanische Westküste spiegeln, solche Dinge. Und, oh ja, habe ich schon erwähnt. Wir haben es dann doch geschafft. Ja, was ist neu mit DRBD 9? Ich sage immer, es sind vier neue Features, wobei die sehr unterschiedlich sind in ihrer Natur. Das erste ist, früher konnte ich zwei Rechner verbinden. Heute kann ich 32 verbinden, wenn ich will. Das heißt, ich könnte von den Daten meiner Festplatten 32 Kopien haben. Braucht irgendwer hier 32 Kopien seiner Daten? Ich nicht. Das ist jetzt dieses theoretische obere Limit. Aber es macht sehr viel Sinn, manchmal mehr als zwei zu können. Speziell in Migrationsszenarien, wenn ich sage, neuer Server kommt hinzu, bevor der alte ausscheidet, ich will nicht die Redundanz verlieren, etc. Es gibt auch noch andere Anwendungsfälle. Auto-Promote, das ist eine einfache Sache. Früher war es notwendig, dass bei diesem DevDRBD, das stellt sich dann unter Linux wie ein virtuelles Block-Device dar, ich musste das zuerst in die Primary-Rolle promoten, heben und dann konnte ich es erst verwenden. Und bei einer geregelten Umschaltung musste ich dann auch ein Demote durchführen. Das hat man in den Cluster Manager integriert, war alles ganz fein, aber irgendwie sind wir dann eigentlich viel, viel zu spät draufgekommen. Das braucht es gar nicht. In Unix, da gibt es ein Open, bevor ein Read oder ein Write passiert. Wir können uns einfach an dieses Open dranhängen. Aber es hat uns auch keiner gesagt. Genau, also das verbirgt sich hinter diesem Auto-Promote. Das schaut dann so aus, ich habe jetzt zum Beispiel meine zwei Server, das DevDRBD auf jeden. Und wenn ich jetzt auf dem einen das Filesystem mounte, dann passiert ein Open und dann hat das Filesystem das offen. Wenn ich es auf den anderen auch versuche, dann kriege ich dort, Open schlägt fehl. Also eigentlich kriegt man eine ganz kryptische Fehlermeldung, die sagt, Medientyp nicht passend oder sowas. Das ist dann halt einfach die deutsche Übersetzung von diesem Erno und so weiter. Leider kann man über das Unix-Interface da nicht beliebige Meldungen rausgeben.
Ja. Das Auto-Promote. Aber es macht für uns die Integration mit anderer Software viel, viel einfacher. Also auch Integration mit Proxmox, Integration mit anderen Softwarepaketen ist einfach sehr, sehr einfach geworden. Transport Abstraction. Bisher haben wir einfach nur TCP verwendet. War auch lange ausreichend sozusagen. Heutzutage ist es so, dass die Netzwerktechnologien ja momentan so richtig Gas geben. Ich kann mir 100 Gigabit Equipment kaufen. Gigabit etc. sind in den Standardisierungsgremien. Da geht es so richtig vorwärts. Was jetzt damit nicht wirklich Schritt hält, ist ein Protokoll, das eben in den, ich glaube, 60er Jahren designt worden ist oder vielleicht 70er Jahren. Und das ist TCP mit seinem System Call Interface. Das passt da überhaupt nicht mehr dazu. Und um diese extremen Geschwindigkeiten auszunutzen, braucht es dann diese RDMA-Schnittstelle zum Beispiel. Und wir haben jetzt eben die Möglichkeit, hier mit verschiedenen Netzwerkstacks zu arbeiten. Und TCP und RDMA sind genau die zwei, die wir implementiert haben. Ja, und dann das vierte neue Feature ist die AppDynamics Manage. Und das ist ein Paradigmenwechsel. Okay, komme ich gleich mehr dazu. Oh ja, die Folie erklärt noch das Auto-Promote, also nochmal ganz flott darüber. Also bisher war es so, ich musste zuerst das Primary schalten, dann konnte ich es verwenden. Und wenn ich aufhöre, es zu verwenden, dann würde ich noch das Demote machen dahinter. Eben mit dem Auto-Promote. Man verwendet es einfach. Das ist jetzt, glaube ich. Genau, das Slide stellt jetzt die ganzen verschiedenen Netzwerkmöglichkeiten dar. Was man eigentlich in 99,9% der Fälle sieht, ist einfach der Stack, der sich hier aufbaut, TCP. Ja. Macht man eben mit 1 Gigabit, mit 10 Gigabit. Also es gibt viele Möglichkeiten, aber was dann halt wirklich relevant ist, ist, dass ich entweder direkt mit InfiniBand arbeite, hat sich in der akademischen Welt ganz gut durchgesetzt. Im kommerziellen Rechenzentrum findet man es eigentlich nie. Ich glaube, der Grund ist, man will sich nicht mit InfiniBand-Switches auch noch auseinandersetzen, nachdem man jetzt Ethernet einmal wirklich verstanden hat. Und deswegen gibt es eine zweite Möglichkeit, die sich so ein bisschen abzeichnet. Die nennt sich ROCE, das heißt RDMA over Converged Ethernets. Man hat hier im Betriebssystem diese neue Programmierschnittstelle, das RDMA, und fährt dann aber aus dem Rechner raus ein Ethernet. Und es benötigt dann im Ethernet-Switch nur ein einziges zusätzliches Feature oder zwei Features. Das wird zusammengefasst unter dem Begriff DCB. Also man sagt dann einfach, man braucht einen Switch, der Data Center Bridging beherrscht. Dann hat man diese ROCE-compliant Karten und es fühlt sich wieder alles an wie Ethernet. Nur, dass es eben in Bereichen von 100 Gigabit auch gut funktioniert. Ja, so viel zu dem ganzen Netzwerkthema. Und dann kommen wir langsam zum DAB-Manage-Thema. In der Hochverfügbarkeitswelt hat man einfach so gearbeitet, man hat seine zwei Server, das ist alles relativ statisch. Dann erzeugt man halt die Logic Volumes oder Partitions, wo man dann seine Anwendung, seine Datenbank, was auch immer installiert. Und dann wird halt DAB installiert und dann schreibt man mal sein Konfigurationsfile. Das Konfigurationsfile bringe ich auf beide Rechner und tada, dann funktioniert die Replikation. Das heißt, was der Admin tun muss, er muss dafür sorgen, dass halt diese Block-Devices existieren, die er replizieren will. Er muss das Config-File schreiben und er muss das Config-File auf die beiden Hosts bringen. War kein großes Problem bisher. Aber in den Zeiten von DevOps und Cloud und
wie all diese schönen Begriffe heißen, geht das nicht mehr. Genau, wir haben jetzt das Diabody Manage. Das ist ein Dämon, den ich jetzt auf zwei oder wesentlich mehr Rechnern laufen habe. Und der übernimmt jetzt das Schreiben dieser DRBD-Konfigurationsfiles. Das heißt, der verwaltet eigentlich einen ganzen Cluster, einen DRBD-Manage-Cluster, und er übernimmt auch das Anlegen der Logic Volumes auf den einzelnen Maschinen. Genau. Hier so die Übersicht. Das heißt, um das DRBD-Manage einsetzen zu können, brauche ich zwei oder mehr Rechner, die einfach Platz in einer Volume Group haben. Das heißt, ich erzeuge einfach eine LVM Volume Group, wo ich halt all die Platten oder RAID-Systeme oder sonst was reinstecke. Und was dann das DRBD-Manage mir anbietet ist, oder was es für mich machen kann, ist, dass es eben replizierte Volumes mit einem einzigen API-Call erzeugt. Und ich muss nur angeben, wie heißt das Ding, wie groß soll es sein, welchen Replica-Count, also wie oft das repliziert ist, zweifach, dreifach, etc. Man kann hier dann sogar mehr ins Detail gehen, man kann nicht nur sagen, ein Replica-Count, ich kann auch sagen, ich habe zwei Data-Center oder ich habe drei Data-Center und ich gebe eine richtige Anforderung an, wo ich sage, zwei Kopien im ersten Datacenter plus eine in einem anderen Datacenter, solche Dinge. Ja, und DRBD Manager erledigt das dann alles. Das heißt, das weiß über allen Maschinen Bescheid, wie viel Platz ist in den VGs, erzeugt die Logic Volumes, legt die DRBD Config an und aktiviert das DRBD. Also erzeugt dann auch die Metadaten und so weiter. Genau. Da ist dann dargestellt, wie die Softwarearchitektur von DRBD Manage funktioniert. Also es ist ein Daemon-Prozess, der jetzt auf allen den Knoten läuft. Ich habe oben den Command-Line-Client, mit dem ich den Daemon eigentlich steuere. Also das ist das einzige User-Kommando, mit dem ich zu tun habe. Die kommunizieren über D-Bus. Das erwähne ich an der Stelle, weil auch andere Dinge über diese D-Bus-Schnittstelle mit dem DRBD-Manage kommunizieren können. Also diese D-Bus-Schnittstelle ist sozusagen ein öffentlich dokumentiertes Interface. Und genau auf dem sitzt dann auch eben zum Beispiel die Implementierung in Proxmox. Ja, und dann das DRBD-Manage selbst muss sich auch irgendwie merken, was es wie konfiguriert hat in dem Cluster. Und das macht es in einem sogenannten Control-Volume. Und hier sehen wir so diese, wie heißt das, Eat Your Own Dog Food Strategie. Also, das ist auch ein durch DRBD 9 repliziertes Volume. Es ist relativ klein, hat normalerweise 4 Megabyte. Aber das replizieren wir wirklich über alle Control Nodes, über, ich sage jetzt mal einfach über alle Nodes in dem DRBD Manage Cluster. Und hier benutzen wir auch alle unsere eigenen Features. In dem Moment, wo der Daemon hineinschreibt, wird der hier Primary, Auto-Promote. Die anderen hängen hier an diesem Events-Channel, das heißt, die kriegen mit, oh, wer andere ist Primary geworden. Aber das interessiert sie nicht weiters. Vielmehr interessiert sie das, wenn der mit seinem Schreibzugriff fertig ist, Close macht, dann wird das wieder Secondary und dann kriegen die anderen mit, oh, wer andere ist Secondary geworden. Es könnte ja sein, dass sich in dem Control-Volume was geändert hat und sie lesen das wieder. Das heißt, damit ist diese Konfigurationsdatenbank vollkommen repliziert über alle Knoten und aber auch alle Dämonen werden immer informiert und können sich aktualisieren. Das heißt, der liest das dann ein und sagt, oh, da steht, ich muss was tun. Und erzeugt dann zum Beispiel ein Logic Volume oder was auch immer. Das heißt, man sieht, das System ist auch da inhärent so gebaut, dass es halt Ausfall von einzelnen Knoten verkraftet. Weil wenn da einer verschwindet, die anderen wissen alles. Genau. Ja, und dann schauen wir uns mal
ein Beispiel an, wie das so funktionieren kann. Also das ist jetzt eine Illustration, da haben wir hier wieder einzelne Maschinen. Oben ist das Control Volume, mal über alle gespannt. Und hier sind einfach Logic Volumes dargestellt, in denen ich jetzt irgendwelche Daten habe. Zum Beispiel eine virtuelle Maschine. Ja, also es könnten 4 Proxmox-Maschinen sein. Und ich habe hier Platz für VMs und die habe ich eben 2-fach redundant. Hier die D habe ich 3-fach redundant. Die ist so wichtig, auf die will ich auch noch zugreifen können, wenn wir 2 meiner echten Maschinen abhanden kommen. Genau, dann kann ich eben zum Beispiel, wenn ich eine Maschine dazufüge, ist die erste Aktion, dass da das Control Volume auch darüber gezogen wird. Dann kann ich hier zum Beispiel den Replica-Count erhöhen, würde es dann hier wegnehmen, das heißt, hier habe ich eine Migration durchgeführt, ohne dass ich jemals unter 3 Replikas komme. Also ohne dass ich jemals sozusagen meine Sicherheitsanforderung verletze. Und dann kann ich zum Beispiel den größeren frei gewordenen Platz wiederum irgendwie anders nutzen. Genau. Funktioniert alles im Betrieb. Genau, was jetzt hier in der Animation nicht dargestellt ist, wenn mir ein Knoten verloren geht, angenommen der, dann sind alle Daten immer noch verfügbar, weil ich habe vom E habe ich eine Replika da, von B habe ich eine Replika hier und so weiter. Und der, aber dem Manager wird von sich aus auch mal keine weiteren Aktionen unternehmen. Ich könnte dann dem System mitteilen, so, der Knoten wurde wirklich vom Blitz getroffen, der kommt nie wieder. Stell mir die Replika-Counts wieder her. Ja? Und erst dann wird der, aber dem Manager losgehen und sagen, okay, wir sollten eigentlich 2 Kopien von B haben, haben jetzt nur mehr eine, also muss irgendwo anders halt eine LV erzeugt werden, etc. Und das bringt das System wieder zurück. Okay. So, dann habe ich hier noch ein bisschen was über DRBD Manage stehen. Ei, die Folie ist immer noch outdated. Also, es ist eine Provisioning Solution für DRBD. Es ist in Python implementiert. Es managt die LVs, es managt Snapshots, das habe ich noch nicht erwähnt. Also ich würde dann auch Snapshots einfach über das DRBD Manage-Kommandos machen. Es geht dann sogar so weit, dass wir bei Snapshots auch den Replica-Count angeben können. Also ist das ein wichtiger Snapshot, würde ich ihn doppelt vorhalten und so weiter. Hier steht noch, dass es bis 32 Knoten skaliert. Mittlerweile sind wir hier, es skaliert wesentlich weiter als die 32. Ich kann aber nur 32 Kopien dieser Hauptdatenbank haben, sozusagen. Das heißt, in unsere Deployment-Dokumentation werden dann irgendwelche so Empfehlungen reinkommen, naja, dass man einen so eine Replika pro Rack hat oder irgendwelchen Einheiten und die anderen hängen dann halt da an. Als sogenannte Satellite-Nodes dran. Ich habe zu diesem interessanten Thema jetzt leider nicht weitere Slides, aber ich habe 2 Experten hier. Das heißt, falls Fragen zu dem Thema auftauchen, gemeinsam werden wir in der Lage sein, alle Fragen zu beantworten. Genau. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen, wie uns das zu OpenStack verbindet, aber OpenStack ist hier eigentlich nur ein Beispiel. Ja. In diesem Rahmen kann ich so sagen, wir betrachten OpenStack so wie alle anderen Player in dem Bereich, so wie Proxmox. Würde ich auf einem OpenStack-Konferenz stehen, würde ich natürlich nur über OpenStack sprechen. Genau, also das Wesentliche, das passiert ist, dass sozusagen in unserem Control-Stack, der jetzt DRBD interessiert, dass man faktisch diesen Command-Line-Client nicht mehr verwendet und da gibt es sozusagen eine andere Entität, die einfach an den D-Bus dranhängt und uns Kommandos schickt und sich von uns Informationen abholt.
Hier ist es eben mit Cinder-Treiber beschriftet. Cinder ist eine Komponente aus dem OpenStack-Bereich. Ich könnte da oben aber genauso gut Proxmox hinschreiben. Ja, und dann kann ich das dort aus dem GUI heraus einfach steuern. Vielleicht eine Sache noch. Wir hatten da jetzt mehrere Knoten und wir hatten die meisten Dinge sind zweifach repliziert. Es ist aber so, dass ich ja vielleicht meine virtuellen Maschinen irgendwie anders positionieren will, als gerade meine zwei Replikas vorhanden sind. Ja. Auch das funktioniert. Es entsteht dann sozusagen aus DRBD-Sicht ein Drei-Knoten-Cluster für dieses eine Volume, wo es halt gerade so ist, dass der eine Knoten, wo dieses Volume primary ist, gerade keine lokale Kopie hat, keine Disk. Und es ist verbunden zu zwei Knoten, die sekundäre sind, aber eben lokale Kopien haben. Und dann ist es halt so, dass alle Reads, die hier die Applikation, die VM machen will, die werden halt abwechselnd an die beiden Secondaries geschippt und von dort die Daten geholt. Alle Writes gehen natürlich immer an beide. Genau. Aber idealerweise wäre halt dieser Storage Layer, den DRBD darstellt, und der Virtualisierungslayer irgendwie so im Austausch, dass sich die gegenseitig so sagen können, so entweder der Storage zum Virtualisierungslayer, so, du kannst die VM schon überall starten, aber besser wäre es, wenn du sie hier oder hier startest. Und in der anderen Richtung wäre natürlich der Hint interessant, so, wenn die Volumes erzeugt werden, dass von der Virtualisierungsseite die Message kommt, so, du kannst die Replikas anlegen, wo du willst, aber ich möchte die VM dann hier oder hier laufen lassen. Mach mal was draus. Hier ist ja einfach Kommunikation projektübergreifend gefordert. Die Einladung an den Wolfgang. Okay. Ja, hier noch einfach mehr zu dem OpenStack-Thema. OpenStack ist ein heißes Thema, sehr umkämpft von allen Herstellern im Linux-Bereich, im Storage-Bereich und so weiter. Wenn ich jetzt zu einem Vertreter von einem klassischen Storage-Hersteller gehe, wird der ein Bild von OpenStack zeichnen, das in etwa so ausschaut. Also da gibt es irgendwo so Compute Nodes, die werden von diesem Nova gesteuert und dann gibt es da ein Frontend-Network, das Neutron steuert, wo halt diese ganzen sozusagen virtuellen Netze zwischen den virtuellen Maschinen entstehen, sodass die ja lauter private Netze haben. Aber hinten, bitteschön, das sind die Storage-Boxen von drei Buchstaben oder und so weiter. Und ja, das Cinder kümmert sich dann darum, dass da Volumes angelegt werden. Das SAN managt übrigens dann nicht OpenStack. Genau, so wir Linuxer, wir sind ja eher der Meinung, auf das können wir alles verzichten. Wir machen das einfach mit x86-Boxen, so wie oben auch. Und da wären wir schon und da wird man halt dann gleich das DRBD-9 und DRBD-Manage einsetzen. Und dann ist es auch nicht mehr weit zum nächsten Schritt, dass man sagt, warum da zwei Sorten draus machen? Alles sind x86-Boxen und die einen haben Platten, die anderen nicht. Warum haben wir da zwei Sorten davon? Genau, und das wurde jetzt auch wiederum groß wiederentdeckt im Silicon Valley und hat jetzt den schönen Passwort Hyperconverged bekommen. Genau, ist momentan in aller Munde und ganz wichtig. Ja, dann... Was haben wir noch so vor? Hier ist so ein bisschen eine Roadmap, wobei die wieder halb nicht mehr aktuell ist. Genau, im OpenStack-Bereich den Cinder-Treiber, den wichtigsten Teil haben wir schon in OpenStack Upstream. Das wurde im November 2015 released. Jetzt im April 2016 kommt wieder, da ist das nächste OpenStack-Release, da haben wir wieder was in Upstream. Und dann kommt noch eine Sache im Herbst 2016 und dann sollte das Thema für uns abgeschlossen sein.
Im InfiniBand-Bereich gibt es auch immer was zu tun. Dieses, was wir in der Ethernet-Welt kennen, ist, wir können Channel Trunking machen, wenn es halt irgendwie darum geht, ausfallsichere Netzwerke zu bauen. Oder in Linux sagen wir da Bonding dazu. InfiniBand kann das nicht selbst. Da müssen wir in Software nachhelfen. Das haben wir jetzt Ende des Jahres 2015 hingekriegt. Ja, DRBD und Power. Power 8 wird von IBM ganz stark gepusht. Wir sind da auch vertreten auf der Plattform. So, die nächsten Dinge, die jetzt so anstehen, ist, Open Nebula Treiber. Open Nebula Treiber ist auch draußen. Ich glaube, vielleicht haben wir es schon auf die Webpage von Open Nebula geschafft. Der Microsoft Windows Support. Das ist eine verrückte Geschichte. Da das meiste unserer Software Open Source ist, hat es einfach wie auf Windows portiert. Und ich muss auch zugeben, wie wir die ersten E-Mails davon bekommen haben, ich habe es nicht ernst genommen. Ich habe es nicht ernst genommen, bis die Leute über Jahre lang so lästig waren und mir immer wieder gesagt haben, dass sie das tun, bis ich gesagt habe, ja, schickt mir das doch einmal und dann schaue ich da rein. Die haben das auf Windows portiert. Das geht so weit, wir haben ja unter Linux dieses Procfile-System, wo wir halt so diverse Dinge für Userland verfügbar machen. Das gibt es unter Windows nicht. Also haben die bei der Portierung ein kleines Service für Windows gemacht, wo es dann ein Kommando gibt, um den Proc-Output abzubilden. Und das Config-File liegt dann halt irgendwo unter c://programme/etc/dbd.conf. Ah, it's real. It's real. Ah. Ich muss zugeben, ich bin selbst ein bisschen ratlos. Ich weiß nicht, ob es unnötig ist und keinen Menschen interessiert oder ob es the next big thing für uns ist. Ich weiß nicht. Ja. Und dann, was hier auch noch zu erwähnen ist auf der Roadmap, wir werden immer wieder getrieben von Kunden, die mit noch schnelleren Speicher arbeiten. Also ich meine, für uns alle sind ja SSDs, das ist ein Segen, es geht alles viel, viel schneller. Nur, wenn ich jetzt in den Serverbereich schaue, die verwenden keine SSDs, die am SATA-Bus hängen oder sowas, sondern der letzte Schrei sind die NVMe. Also das heißt, das ist eine Karte, die ich in PCI-Express-Bus stecke und eine SSD abbildet. Die besten Modelle, die wir momentan haben, sind so mal 500.000 IOPS. Also die Hersteller rühmen sich alle damit, dass sie die Million IOPS jetzt auch knacken werden in einer einzelnen Karte. Ich kann natürlich 8 in meinen Super-Server reinstecken. Ja, sind wir bei 8 Millionen IOPS. Und die Presse war voll. Intel arbeitet an dieser Technologie 3D XPoint, 3D CrossPoint. Es wird erwartet, dass jetzt sozusagen noch eine weitere Speicherklasse kommt, die nämlich höhere Packungsdichte als DRAM und etwas langsamer als DRAM, non-volatile, etwas teurer als SSD. Und wahrscheinlich wird es in den Servern Memory adressiert, eingebaut. Genau, also hier werden wir dann wahrscheinlich gar nicht mehr von IOPS reden, sondern weiß ich nicht was. Auf jeden Fall. Um diesen superschnellen, permanenten Speicher auch zu replizieren, reicht uns schon das normale Netzwerk gar nicht mehr, sondern wir werden dann an diesem Peer Direct arbeiten und da geht es darum, dass ich faktisch von einem Rechner über dieses InfiniBand-Netzwerk auf Peripheriegeräte eines anderen zugreifen kann, ohne den sozusagen einen Software-Interrupt auszulösen. Ja, spannendes Zeug, steht für heuer auf der Roadmap. So, und damit sind wir auch beim Ende meiner Präsentation angekommen. Hier schließe ich wieder mit ein paar Worten über Linbit ab.
Und wir sind jetzt ein Unternehmen mit zwei Standorten, also wir kommen aus Wien. Unser Hauptstandort ist hier in Wien. Wir haben ein Büro in Portland in Oregon, wo ich zugeben muss, momentan wachsen wir dort stärker als in Wien. Wir haben Partner rund um den Globus, wobei der wichtigste auf jeden Fall in Japan sitzt, weil in Japan verkauft sich unsere Technologie ganz gut. Es stellt sich heraus, Hochverfügbarkeit und Daten doppelt vorhalten und so ist sehr gefragt in Gegenden der Welt, wo es Naturkatastrophen gibt. Es ist eh so klar, ja, aber ich bin selbst erst so nach vielen Jahren drauf gekommen. Japan und Kalifornien. Genau, wir haben dann doch einige namhafte Kunden und Partner angehäuft über die Jahre. Genau, wir sind stolz drauf, dass wir Storage-Replikation, glaube ich, am schnellsten machen, was es so unter Linux gibt. Ja, danke. Bitte, eine Frage. Habe ich das richtig verstanden, dass die Schaltgeschwindigkeit limitiert ist durch die langsamste Netzwerkverbindung zwischen... Ja. Okay. Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ich synchron arbeite, auf jeden Fall. Mhm. Ich bin jetzt auf den asynchronen Use Case gar nicht groß eingegangen, aber im asynchronen Use Case, da fahre ich halt wahrscheinlich übers Internet und im Internet habe ich halt Bandbreiten, die ich nicht kontrollieren kann. Ja. Mal geht es schneller, mal geht es langsamer, ich weiß es nicht. Wir haben dann ein Zusatzprodukt, das nennt sich DBT Proxy. Das kann ich da dann in den Datenverkehr schalten und der wirkt dann als großer Pufferspeicher, um halt die Augenblicke abzufangen, wo ich weniger Cross-Traffic habe. Kann den Traffic auch komprimieren. Also es ist wie ein Bahn-Optimizer. Und wenn ich das dann synchron halten möchte, dann wird jeder Schreibzugriff im Großen und Ganzen 5 bis 10 oder mehr Millisekunden dauern, je nach meinem Netzwerk, egal was die SSD hergibt. So ist es. Okay. Genau, ja. Es geht nicht anders. Okay. Genau. Genau. Wobei wirklich warten wird er ja dort, wo es eine Write Barrier gibt. Normalerweise, oder? Also jetzt aus Applikationssicht. Ja, aus Applikationssicht ist es halt so, ich meine, wenn ich ein Write unter Unix mache oder unter Linux, passiert mir nichts. Kommt immer darauf an, wenn ich halt irgendwann als Datenbank mal irgendwann mein F-Data sync und dieser Call blockiert dann, bis es geschrieben ist auf allen Replikas. Ja. Oder ich habe halt das Pech, dass der Kernel schon voll mit Dirty Pages ist, und ich mache ein Write, dann kann es halt sein, dass es meinen Prozess trifft, dass der das ganze Write-Out anstartet. Aber das, ja, so läuft das unter Linux. Okay, noch eine Frage, bitte. Ich arbeite bei einem Internet Service Provider und Storage wird für uns ein immer größeres Thema. Mhm. Gibt es einen Grund, warum wir nicht unser ganzes Geld in NetApp versenken sollten, verglichen mit DRBD? Also der Hauptgrund dürfte wohl der Preis sein, aber gibt es irgendwas, was DRBD besser kann als NetApp? Also ja, Preis ist sicherlich ein Grund. Ja. ich glaube, dass die NetApp-Produkte ganz gut sind. Aber man muss halt sich es auf vielen Ebenen anschauen. Also wenn es mir um reine Performance geht, denke ich, dass man zum Beispiel mit einem System, das eben aus NVMe-SSDs und InfiniBand-Karten, dass ich etwas bauen kann, das ohne weiteres ums Mehrfache schneller ist als eine NetApp. Ja. Aber dann spielt halt Geld sozusagen nicht so viel die Rolle. Ja. Wenn es mir eher darum geht, jetzt sozusagen das Geld zu sparen, dann glaube ich, dass man mit einem System, wo man halt mit Servern sozusagen in die Breite skaliert und überall die Disks einbaut,
und dann dieses verteilte DAVD Manage da drauf laufen habe, dass ich hier halt Verfügbarkeit erreiche, weil ich all meine Daten immer doppelt habe. Wenn ein Server ausfällt, who cares? Man muss ihn dann halt reparieren, bevor der zweite ausfällt. Ja, und ich meine, als ISP ist ja sicher auch der Grund da, irgendwann eine Cloud anzubieten. Also der Druck von der Kundenseite. Welcher ISP kann heute noch mit, ich biete Internetzugang und Webseitenhosting, das Businessmodell ändert sich ja auch kräftigst. Und bei ISPs ist es sowieso der Kostendruck enorm, so wie ich das verstehe, als Outsider. Nein? Okay. Kommt auf den ISP an. Kommt auf den ISP an, ja, natürlich. Okay, beantwortet? Ja, danke. Eine möglicherweise naive Frage, die jetzt auch, dass ich nicht genau weiß, wozu DAVD eigentlich ist. Und zwar, was habe ich von einem verteilten Block-Device, wenn ich drüber kein Filesystem habe, das einen verteilten Zugriff erlaubt? Das ist etwas, ja, was ich nicht ganz verstehe. Ja, also es geht hier eigentlich immer darum, die Daten verfügbar zu halten, falls irgendwas ausfällt. Und so wie ein Backup, ein Hot Backup sozusagen. Sozusagen noch schneller als ein Backup. Wenn du ein Cluster hast zum Beispiel, mit zwei Knoten, über Basemaker gesteuert zum Beispiel, bevor uns der zweite Knoten eingegangen ist, hatten wir sogar einen Luga-Webserver auf einem Cluster mit der BD. Den wir noch nicht ersetzt haben, den zweiten Knopf, seit einem Jahr ungefähr. dann läuft der Webserver jetzt in dem Fall auf einem Knoten, dort wo das DRPD-Device aktiv ist, also wo es im Primary Mode ist. Das andere ist Secondary, das heißt, alles was dort geschrieben wird, wird dort hingespiegelt, aber es wird momentan nicht verwendet. Wenn der eine Knoten jetzt ausfällt, dann merkt der Basemaker, hoppla, ich habe jetzt nur mehr einen Knoten und das Service, das laufen soll im Cluster, läuft nicht mehr dort. Das heißt, es mountet das Filesystem am Backup-Knoten und startet den Webserver. Nach einer Minute oder so ist der Webserver wieder da. Das heißt, wenn ich das jetzt mit einer einfacheren, also für mich einfacheren, ja, Sprecher, also ich sage, ich mache ununterbrochen ein Backup auf den zweiten Server, aber im Unterschied zu einem Backup kann ich den einfach einschalten. Genau. Und es gibt auch Cluster-File-Systeme, die du betreiben kannst. Über verteilt über mehrere Knoten. Ja. Also aber die spielen dann mit so einem Block-Device zusammen oder machen die das selber? Ja. Also man kann das schon, man kann DAVD mit GFS2 und mit OCFS2 verwenden, das sind beides solche Cluster-File-Systeme. Ja. Aber vielleicht merkt man es an meiner Formulierung, man kann. Das heißt nicht, dass man soll. wir haben das selbst schon betrieben im Lab und ich habe vor, weiß ich nicht, 10 Jahren auch eine Sache im OCFS2 gefixt, damit das mit DAVD funktioniert. Aber was sich herausgestellt hat, ist, die Erwartung, dass ein verteiltes Filesystem irgendwie schneller ist als ein lokales Filesystem, ist falsch. Ja? Also es gibt es gibt ganz sicher bestimmte Anwendungsfälle, wo so ein verteiltes Dateisystem wie GFS2, OCFS2 oder GPFS oder sonstige, wo die Sinn machen und gut sind. In allen Anwendungsfällen, die mir über den Weg laufen und die unsere Kunden haben, macht es keinen Sinn. Verwenden es XFS, XT4 oder Zoll, ZFS und Linux. Aber kein OCFS2. Noch eine Frage. Ja? DAVD 9 ist ja relativ neu. Ab welcher Kernversion? Es existiert momentan nur out of tree. Mhm. Und man kann es kompilieren bis zum 2.6.32 zurück. Mhm.
Also das heißt... Also für die faulen Sysadmins, die die fertigen Pakete verwenden wollen. Ja, also... Ich bin ja selber einer. Also in anderen Worten... Faul bin ich frei. Ich bin ja selber Sysadmin. Wir haben sozusagen Red Hat Enterprise Linux 6 als älteste Basis, die wir unterstützen, genommen. Also mit RHEL 5 gibt es kein DLD 9. Ja. Oder CentOS. Ja. Okay. Dann, wenn keine weiteren Fragen sind, oder falls noch Fragen auftauchen, ich bin eh noch da, dann machen wir einen Hot Swap. Danke für die Aufmerksamkeit.